Ich möchte euch heute eine Reihe vorstellen. Ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt von verschiedenen anderen YouTubern, wo ich das immer sehe. Und finde ich auch immer voll interessant, weil dann wird nicht immer über ein Buch gesprochen, irgendwie Wochen zweiter und dritter, sondern über die ganze Reihe. Es wird nicht so wie gespoilert. Aber trotzdem viele Informationen gegeben, die mir helfen, ob ich sagen will, okay, möchte ich lesen, möchte ich nicht lesen. Vor allem bei den Reihenvorstellungen sieht man auch immer gleich, wie viele Bände es gibt. Und das finde ich immer richtig cool. Also meistens sind ja so, entweder es ist so eine Trilogie oder es sind 5 Bände oder 6 Bände. Und das finde ich immer richtig cool an solchen Reihenvorstellungen. Deswegen dachte ich, ich mache das heute auch. Und wie ihr bestimmt auch im Titel schon gelesen habt, kommt eine meiner Lieblingsreihen dran, und zwar ist das, Moment, ich muss mal kurz noch ein Buch tauschen, ist es diese hier, die Clockwork Trilogie von Cassandra Clare, die mit den Schattenjägern, und ja, das ist der erste Band, ist Clockwork Angel. Der zweite Band ist Clockwork Prince. Und der dritte Band ist dann Clockwork Princess. Auf jeden Fall, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Tessa ist auf dem Cover. Also eine der 3 Hauptprotagonistinnen. Protagonisten, nicht Tinnen. Es gibt nicht 3 weibliche. Weil es gibt bloß eine weibliche Person. Und das ist auf jeden Fall Tessa. Bei den anderen 2 bin ich mir etwas unsicher. Ich habe aber eine Vermutung, und die Reihen gelesen haben, die Reihe gelesen haben, können mir ja sagen, ob ich mit der Vermutung richtig liege. Ich denke ja, Gott, ich denke ja, dass das hier, bei Clockwork Prince vom 2. Band, dass das hier Gem ist und dass auf dem 1. Band, dass das Will ist. Ich weiß, irgendwo im Internet steht das auch, aber als ich jetzt angefangen habe, das Video zu drehen, habe ich nicht nachgeguckt und bin jetzt einfach meiner Vermutung gegangen. Und ja, ich habe das irgendwie nicht so richtig verfolgt, was das für Charaktere davon sind. Ja, aber die Reihe, zu der Reihe, sonst schweife ich schon wieder ab hier, das ist unglaublich. Die Reihe, ich halte jetzt nicht immer alle 3 hoch, weil die echt richtig schwer sind, sind im Arena Verlag erschienen, wie auch die Hauptreihe. Sie spielen 1800, nee, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Und also alles vor Jace, Isabel, Clary, Alec, Magnus. Die Zeit davor, obwohl vor Magnus spielen sie eigentlich nicht, weil Magnus ist da auch mit dabei. Und eigentlich gehörte Magnus zu meinen absoluten Lieblingscharakteren. Ich liebe ihn, ich liebe seine Art, ich liebe alles an ihm. Aber in dieser Reihe hat James Casters oder Jem Casters, je nachdem, seinen Platz eingenommen und ist über ihn. Er ist jetzt auf Platz 1 und Magnus nur noch auf Platz 2. Die 2 sind... Es ist nur ein minimaler Unterschied, aber mein Herz ist einfach so sehr bei Jem. Und ich liebe ihn einfach. Er ist so... Ah, so toll! Ich kann es gar nicht sagen. Deswegen muss ich sagen, diese Reihe von Chroniken der Schattenjäger hat mich so sehr mitgenommen. Ich fand sie wirklich noch besser als die Hauptreihe Chroniken der Unterwelt, weil ich finde irgendwie, mich hat das mehr berührt oder mir war das irgendwie, es war sehr viel emotionaler. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, schon etwas emotionaler als Chroniken der Unterwelt. Also irgendwie ist mir das richtig unter die Haut gegangen. Die Charaktere waren auch super. Zwischen Will und Jace ist so ein bisschen so eine Parallele. Die sind so von Charakter auf dem ersten Blick gleich, aber wenn man das weiterliest und dann versteht, dann merkt man, dass das eigentlich total unterschiedliche Charaktere sind. Die versuchen halt eben nur beide ernste Situationen mit ihrem Humor irgendwie nicht so ernst zu nehmen. Und ja, also
Ich finde es richtig, richtig toll. Und ich finde, jeder, der diese Chronik der Unterwelt-Reihe liest, sollte das auf jeden Fall gelesen haben. Ich empfehle es auch vor dem 6. Band gelesen zu haben, weil mir das auch jemand empfohlen hat. Und ich sehr, sehr froh darüber bin, dass ich jetzt erst Band 6 lese. Und ich habe nämlich die Reihe komplett, also ich habe die hintereinander weg, die drei Bände gelesen diesen Sommer. Und es war so toll. Ich habe so geheult, auch am Ende. Es wird euch so mitnehmen. Und ich habe von vielen schon gehört, dass sie diese Reihe besser finden als die Hauptreihe. Trotzdem liebe ich die Hauptreihe, aber Chroniken der Schattenjäger ist einfach so mega gut geschrieben. Und das erste Buch kostet 18,99 und die anderen Bände kosten dann 19,99. Wurde um 1 Euro angehoben und sind aber eben alle im Arena Verlag erschienen. Ist hier nochmal der zweite. Und die sind auch hier drinne. Jedes Buch, also das zum Beispiel ist innen drinne. Blau. Der erste Band ist rot. Und der dritte Band, den muss ich mir nochmal zulegen, sagt jetzt bitte nichts. Der ist innen drin lila. Also der ist mir mal, ich war im Garten lesen unten und deswegen sieht er etwas demoliert aus, weil es hat geregnet. Und ich habe vergessen, dass ich das Buch noch unten hatte. Ja, und deswegen ist das hier etwas so... Und das ist auch nicht mehr in seiner Form, denn diese zwei Deckel gehen so nach außen und ich muss mir den Band nochmal kaufen. Ich traue mich das gar nicht in die Kamera zu halten, aber wenn man es so sieht, dann sieht man es gar nicht. Und ich hätte euch gar nicht darauf aufmerksam machen sollen. Auf jeden Fall, der dritte Band ist einfach so mega gut. Er ist der beste von allen drei Bänden. Das Ende ist mega berührend, richtig, richtig gut. Einfach nur perfekt. Ich finde das Ende so perfekt, wie es ist. Ich finde es toll, auch wenn ich es sehr, sehr traurig finde. Aber ich finde es trotzdem richtig toll. Und ich freue mich schon auf den 6. Band. Also auf den 6. Band von Chroniken der Unterwelt. Weil Parallele so ein bisschen. Und ja. Für die Leute. Was sage ich noch? Ja, ich empfehle einfach jedem diese Reihe zu lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Geld auszugeben für diese Bücher. Und wenn ihr sie bloß bei Rebuy oder Avell oder Büchertöne oder was es noch alles gibt, kauft. Jedes Buch hat so ungefähr über 500, sein auf jeden Fall 550 ungefähr. Und das letzte Band ist mit über 600 Seiten natürlich der Puller. Und ich sehe gerade, dass mein Cover, also dass der Schutzumschlag hier etwas demoliert ist. Und das nervt mich schon wieder mega. Ich hasse sowas. Aber was ich übrigens auch, was mir auch gerade auffällt, dass zum Beispiel, na gut, das ist auch ein bisschen anders. Also hier ist das Gesicht auf der Seite und somit geht der Übergang hier rundherum richtig klar. Und was mich aber richtig aufregt ist, dass hier dieses Gesicht auf der Seite ist. Und dann hört das Gesicht hier auf. Und dann geht das so weiter. Das ist so ein richtiger Strich hier. Das nervt mich irgendwie total. Das finde ich richtig nervig. Also so im Schrank natürlich nebeneinander sieht das mega gut aus. Aber mich nervt das, wenn man das so in der Hand hat und dann sieht man das so. Was kann ich für Probleme haben, ne? Ja, aber kauft euch das. Es gibt es, glaube ich, auch bloß im Hardcover. Es gibt, glaube ich, gar nicht im Taschenbuch. Ich glaube, nur den ersten Band und dann haben die damit aufgehört. Ich weiß es nicht. Aber sehr, sehr empfehlenswert. Kauft es euch. Ich weiß, ich habe es schon Millionen Mal gesagt, aber ich kann einfach nicht anders. Es ist so toll. Ihr müsst euch das alle kaufen. Und da sind so viele Gefühle und Leute, die Chroniken der Unterwelt, die Hauptreihe lesen, weiß ich hundertprozentig, dass denen diese Reihe gefallen wird und sogar fast noch besser gefallen wird. Und ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Lieblingscharaktere habt. Und was euch so am besten gefallen hat, natürlich mit Spoiler-Anzeige, nicht, dass irgendwelche Leute, die sonst noch die Kommentare lesen, dann von euch gespoilert werden.
Ja, ich finde es immer toll, mich da mit Leuten auszutauschen. Und ja, das war's jetzt. Ich höre jetzt auf mit Reden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schreibt mir unbedingt in die Kommentare Lieblingscharakter, ne? Und alles. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!